Woher kommen Sie gerade? Ja, ich komme gerade aus dem Bundestag von einer Teambesprechung mit meinem Team. Wir haben jetzt die Woche etwas durchgeplant. Steht bei mir viel auf dem Programm, von Kanzlerwahl über Untersuchungsausschuss bis einer Rede im Deutschen Bundestag. Und das will auch als Team geplant sein und das haben wir heute Morgen gemacht. Haben Sie sich schon daran gewöhnt, an die Abläufe einer Sitzungswoche, wann genau was wie wo stattfindet? Also wir steigen ja erst gerade so richtig ein, nachdem es etwas länger gedauert hat, bis klar war, wer das Land regiert. Die letzte Sitzungswoche vor einer Woche war dann schon mal so ein Prototyp, wo man dann schon Termin auf Termin hatte und dann auch spürt, wie der Parlamentsalltag so abläuft. Geht Ihr Blick nach vorne oder gibt es noch Momente, an denen Sie zurückblicken und sich ärgern oder nicht ärgern, wie die Jamaika-Sondierungen gelaufen sind? Nein, der Blick geht jetzt nach vorne. Wir wollen Opposition machen, eine gute Opposition, eine konstruktive Opposition. Ich glaube, das unterscheidet uns auch zu manch anderen im Deutschen Bundestag. Aber natürlich ist es schade, dass es im Deutschen Bundestag keine Mehrheit für eine recht echte Reformkoalition gibt. Das hätten wir uns als Freie Demokraten gewünscht, aber wir mussten halt nach 5 Wochen feststellen, dass sich auch unter unserer Regierungsbeteiligung nichts geändert hätte. Und deswegen haben wir Jamaika auch nicht gemacht und es war die richtige Entscheidung. Haben Sie bei GroKo oder No GroKo auch genau hingeguckt und sich Gedanken gemacht, ob es passt oder nicht passt? Oder war das letztendlich eine Geschichte, die nicht in Ihrem Einflussbereich liegt und wo man einfach abwartet, wie es ausgeht? Nein, natürlich haben wir das verfolgt auch, wie die SPD diskutiert. Und wir fanden es auch gut, dass es so kontrovers und auch konstruktiv diskutiert wurde, dass sich die SPD das nicht einfach gemacht hat, weil es zeigt, dass es auch innerhalb der SPD Menschen gibt, die wollen eine andere Politik. Die wollen auch eine Politik, die nach vorn geht. Das ist zwar eine andere Richtung wie das, was wir als Freie Demokraten vorschlagen, aber es zeigt, dass die SPD selber in Teilen nicht mit dem zufrieden ist, wie es jetzt 4 Jahre weitergehen soll, sondern dass unser Land Erneuerung braucht. Haben Sie Ihre erste Rede schon gehalten? Ja, die kam relativ früh im Dezember. Das war sehr spontan. Man hat mich 24 Stunden vorher angerufen. Hättest du Lust zu sprechen? Und dann musste man natürlich ran und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und mittlerweile habe ich sogar schon meine zweite Rede gehalten. Mhm. Also es geht dann Schlag auf Schlag. Worum ging es? Es ging um einen AfD-Antrag zum Thema Grenzkontrollen. Also die AfD will die Grenzen komplett dicht machen und abschotten. Und das sehen wir als Liberale natürlich nicht die Lösung, sondern es muss und kann nur europäisch gehen. Und da war die Stimmung im Parlament schon hoch, aber ich glaube, wir als Freie Demokraten haben unsere Position in der Sache auch ganz gut rübergebracht. Was hat Sie am meisten überrascht in den ersten Tagen im Bundestag? Womit haben Sie möglicherweise so nicht gerechnet? Dass es doch manchmal so zäh geht, was auch Verwaltungsabläufe angeht. Also es ist viel bürokratisch, vom Formular über ein Türschild, kein WLAN. Also von Digitalisierung ist weit und breit nichts zu spüren. Und da machen wir als Fraktion es jetzt besser. Unser Ziel ist die papierlose Fraktion. Wir haben da ein Intranet, wo wir alle Vorlagen miteinander diskutieren. Wir wollen da auch wirklich Vorbild und Avantgarde im Parlament sein. Wir können nicht nur über Digitalisierung reden und das Parlament selber macht da nichts. Das ist nicht unser Anspruch als Freie Demokraten. Wie sind Sie generell zur Politik gekommen? Lustigerweise durch die Bundestagswahl. 2005 war ja die Neuwahl. Gerhard Schröder hat NRW verloren. Bundestag wurde aufgelöst. Ich war damals 18 Jahre alt. Mir war klar, du gehst wählen, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wen. Und habe mich da wirklich mal intensiv mit Parteien beschäftigt. Ich habe mir gedacht, gut, jetzt weißt du, du wählst die FDP, aber eigentlich kannst du doch versuchen, auch dich selber mal dauerhaft zu engagieren und Dinge auch wirklich versuchen zu verändern. Und so bin ich zur Politik gekommen. Dass ich dann 13 Jahre später im Bundestag sitze, hätte ich mir damals nie vorstellen. Wollte ich gerade fragen, das war nicht der Masterplan. Nein, so, das ist auch da nach Berlin. Kann ich auch keinem raten. Politik lässt sich nicht planen. Ich kann nicht sagen, in 5 Jahren werde ich dann Bundestagsabgeordneter, in 10 Jahren Minister und in 15 Jahren Bundeskanzler. Also wer das ernsthaft denkt, der ist wirklich fehl am Platz, sondern man braucht Leidenschaft, man muss Themen haben, für die man brennt und dann ergeben sich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was zu bewegen. Das muss auch nicht unbedingt ein Mandat sein, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, wirklich ganz aktiv jetzt 24 Stunden, 7 Tage die Woche daran zu arbeiten, dass sich bestimmte Dinge in unserem Land auch ändern. Sie sind Mitglied im Innenausschuss. Richtig, ja. Sind das auch
die Themen, die dort behandelt werden, für die sie brennen, ja, die das, sie immer wieder antreiben, das da war, was zu verändern? Das war mein Wunsch. Ich habe 2 Jahre lang im Landtag von Baden-Württemberg als Mitarbeiter den LSU-Untersuchungsausschuss betreut. Und dort ging es schon um Fragen der Sicherheitsarchitektur. Also was dürfen Behörden von uns Bürgern wissen? Was müssen sie wissen, um Sicherheit gewährleisten zu können? Und dieses Spannungsfeld, das uns Liberale ja antreibt, so die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit, das kann man da verwirklichen und das finde ich klasse, dass ich diese Themen auch bearbeiten darf für die Fraktion. Jetzt gucke ich mal hier nach vorne, hier ist abgesperrt. Warum? Das sind jetzt nur wir, ich müsste mal die Kamera drehen. Hier ist die Unterzeichnung des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und SPD. Ganz spannende Zeit und praktisch der letzte Schritt, bevor am Mittwoch gewählt wird und wenn Frau Merkel eine Mehrheit gibt, wird es weiter regiert werden. Ja, genau. Jetzt bleiben wir einfach mal hier stehen und gehen im Gedanken noch die letzten Meter hier weiter und sprechen hier weiter. Ja. Welche Rolle spielt Musik in Ihrem Leben? Eigentlich eine ganz große. Ich habe selber ein Instrument gelernt, schon als Kind. Ich habe Geige gespielt, lange im Orchester auch. Auch während des Studiums noch. Es ist mir schade, dass die Zeit jetzt nicht mehr wirklich da ist, das zu pflegen und zu spielen. Aber ich höre trotzdem immer noch gern Musik. Also von Elektro über House bis auch klassische Musik ist die Bandbreite relativ groß bei mir. Ja. Erinnern Sie sich noch an das erste Konzert, bei dem Sie waren? Ja, vermutlich war es sogar ein Konzert von mir mit dem Orchester als selbst gespielt. Ja, selbst gespielt. Das war jetzt nicht vor ausverkauften Massen halt. Nee, aber sonst, ich war bei den Wise Guys beispielsweise. Es war auch schon relativ früh, glaube ich. Aber ganz bewusst ans erste Konzert könnte ich jetzt nicht mehr sagen. Erste CD? Das war, glaube ich, Die Schlümpfe als Kind. Ja, okay. Das war so, wer es vielleicht noch kennt, einfach kindergerechte Musik und dann später natürlich Bravo-Hits. Das war in den 90ern als Teenie das Medium. Also damals wie heute, genau. Von A bis Z alles genau. mit dabei. Ja, vielen Dank für diese fast 400 Meter, absperrungsbedingt etwas früher zum Stehen gekommen. Letzte Bitte, gibt es noch eine Kollegin oder einen Kollegen aus Ihrer Fraktion, den oder die ich gewinnen könnte für ein weiteres Interview? Haben Sie da einen Vorschlag? Ich finde Linda Teuteberg eine sympathische Kollegin bei mir im Innenausschuss. Sie ist jemand Junges, Dynamisches, hat aber auch schon Parlamentserfahrung im Landtag von Brandenburg gesammelt. Und mit ihr arbeite ich sehr gern zusammen und ich glaube, das könnte wirklich ein Gewinn auch für Ihre Reihe sein.